Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist immer schwer, nach Matthias Hawkes zu reden. Heute ganz besonders. Schon erstes Beispiel für Awfulizing wahrscheinlich. Ich habe es ganz schwer jetzt sozusagen. Aber ich fand es sehr erfrischend. Es war ein mutmachender Vortrag zum Ende der Veranstaltung. Das ist eigentlich genau richtig. Mir persönlich haben Sie Mut gemacht. Ich bin 47. Offenbar komme ich jetzt in die besseren Jahre meines Lebens, ohne so viel Grübelei und mit mehr Optimismus. Das ist für mich auch sehr schön. Insgesamt haben Sie natürlich damit aber etwas ganz Schlimmes getan für den durchschnittlichen deutschen Pessimisten. Sie haben im Prinzip gesagt, der Weltuntergang fällt aus, vorläufig jedenfalls. Das müssen wir jetzt alle aushalten. Aber schon wieder halb im Ernst, ich glaube, dass wir bei diesen demografischen Fragen ist immer sehr viel, und das ist vielleicht oft zu kurz gekommen, zu tun haben, auch mit inneren Einstellungen. Ob ich jetzt optimistisch oder pessimistisch sehe, eine Grundfrage, die wir uns immer so scheuen, beim Thema demografischer Wandel anzusprechen, die aber sozusagen ein der Faktoren ist, die das Ganze steuert, nämlich die Geburtenrate, hat natürlich damit zu tun. Ja, der Optimist sagt, für jede Frau gibt es den passenden Mann, sozusagen Startpunkt einer Familie. Und der Pessimist sagt, wenn nur eine Frau daneben greift, geht schon für alle nicht mehr auf. Ja, also man kann das so oder so sehen. Ich glaube, insgesamt bei vielen Teilaspekten des demografischen Wandels kommt in der Tat zum Tragen, ob ich eher positive Grundannahmen habe oder eher negative. Wir haben heute viel darüber gehört, was der demografische Wandel mit uns macht, mit unserem persönlichen Umfeld, mit der Gesellschaft, in der wir leben. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie es gelingen kann, in dieser Zeit, die durch eine eben Vielzahl irritierender Veränderungen geprägt ist, also weit über das Thema demografischer Wandel hinaus, auch geopolitisch, man könnte das beliebig durchdeklinieren, etwas diesen Tendenzen entgegenzusetzen, etwas, das Struktur, Stabilität vermittelt, denn auch das verbinde ich mit Begriffen wie Zusammenhalt, Verantwortung. Am Ende des heutigen Tages darf ich vielleicht in der Tat noch mal einen Satz zitieren. Sie haben das alle sicherlich noch komplett im Ohr. Die Weihnachtsansprache unserer Bundeskanzlerin, vielleicht diesen Satz aber zitieren. Wir haben auf allen Gebieten die Chance, nicht Getriebene zu sein, sondern zu denen zu gehören, die die neuen Wege entdecken und bestimmen. Ich vermute, Frau Merkel hat den Vortrag von Herrn Hawkes da schon gehabt, als sie diesen Satz formuliert hat für die Weihnachtsansprache. Jedenfalls ist das vielleicht sogar fast eine gute Zusammenfassung dieser inneren Einstellung. Und ich habe heute viele Hinweise, und Sie hoffentlich auch, darauf erhalten, dass uns tatsächlich das auch gelingen kann. Vielleicht ein kurzer, trockener Aspekt dazu. Nun, ich bin nicht als parlamentarischer Staatssekretär ja auch Teil des Bundestages, Gesetzgeber und auch da immer interessiert, wie setzen wir eigentlich das um, was wir auf Konferenzen hören, auf tollen Dialogprozessen machen, dann in der Gesetzgebung. Denn die Gefahr ist, glaube ich, wirklich riesengroß, dass man tolle Impulse bekommt, dass wir einen solchen Demografieprozess weitermachen, dass wir Veranstaltungen machen, dass aber beispielsweise die alltägliche Gesetzgebungsmaschinerie davon ziemlich ungetrübt und unbeeinflusst einfach so weitergeht. Da ist sozusagen ein konkreter Ansatz am Beginn dieser Wahlperiode der Demografiecheck. Bei der Gesetzgebung einfach mal gucken, gibt es da demografische Auswirkungen, müssen wir Gesetze anpassen oder diejenigen, die wir ohnehin neu fassen, stark auch darauf auf die Herausforderungen ausrichten. Das ist kein Allheilmittel, aber ich finde, wenn wir das Instrument seit 3 Jahren etwa jetzt haben, müssen wir es auch stärker nutzen. Bisher habe ich den Eindruck, da ist noch viel Luft nach oben, um das, was wir theoretisch, auch praktisch, aber jedenfalls in einem grundsätzlichen Art und Weise arbeiten, dann auch in die praktische Politik umsetzen. Auf diesen neuen Wegen, die ich beschrieben habe, dann möglichst alle Teile der Bevölkerung mitzunehmen. Das halte ich für eine große, vielleicht die größte Herausforderung für die kommenden Jahre. Und das gilt in besonderem Maße, die haben Teil Ihres Vortrags, Herr Hawkes, darauf verwandt, angesichts der heute schon mehrfach angesprochenen smarten Welt oder digitalen Welt. Sie erfordert einerseits eine besonders große Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft, und auf der anderen Seite ist hier eben eine Mitnahme aller besonders notwendig. Eine Facette möchte ich zum Schluss dann doch noch einbringen, das Stichwort digitale Bildung und als Vertreter des Innenministeriums natürlich auch sozusagen mit dem Schwerpunkt oder mit der Ausrichtung digitale Bildung auch für sicheren Umgang mit dem Netz, den Sie eben angesprochen haben, der vielleicht in der Jugend oft noch nicht gelingt, vielleicht bei den Älteren schon, auch da habe ich manchmal meine Zweifel, der jedenfalls eine große Aufgabe noch darstellt für Bildungspolitik wie für Innenpolitik in dem Sinne. Meine Damen und Herren, glücklicherweise hat nicht jeder von uns mit neuen Kriminalitätsformen, Erpressung, gekaperten Computern und so weiter alltäglich zu tun. Aber der ein oder andere, das weiß ich, wird schon mal etwa über Facebook oder ein angebliches Nachrichtenportal auch in eine Abo-Falle gelockt worden sein, zu einem Online-Casino geleitet. Und wenn sich im Zeitalter alternativer Fakten, gerade in einem Wahljahr, Fake News in rasender Geschwindigkeit über Social Media verbreiten oder Social Bots im großen Stil ja vorgeben, zur Meinungsbildung beizutragen,
Spätestens dann dürfte eigentlich jeder betroffen sein, unabhängig welche Altersklasse er angehört, wenn er denn nur mindestens mal ein Smartphone besitzt. Was müssen wir dagegen tun? Nun, hinter solchen Vorgängen stecken Menschen, die uns häufig eines voraus haben. Sie wissen, wie die Dinge funktionieren, und das nicht nur technisch. Da ist es richtig, wenn die Bundesregierung mit der im Herbst letzten Jahres vorgestellten Strategie Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft die Vermittlung digitaler Kompetenz befördert und die Potenziale des Lernens mit digitalen Medien für alle Bildungsbereiche auch stark erschließen will. Digitales Lernen, auch in der beruflichen Bildung, wird unterstützt. Mit einem entsprechenden Förderprogramm treiben wir dann auch die entsprechenden Veränderungen voran. Übrigens, selbst im Bundesministerium des Innern, was ja manchmal so als besonders konservativ gilt, haben wir mit solchen Lehr-Lernprogrammen eigentlich schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Zum Thema Sicherheit haben wir jetzt ein solches digitales Format genutzt. Ich habe auch das Wort gelernt, das heißt dann nicht mehr Seminar, das ist dann ein Webinar, was dann stattfindet, um in dem Bereich Mitarbeiter zu schulen, fortzubilden. Aber das Thema ist zu allgegenwärtig, um erst in Ausbildung oder Beruf entsprechendes Wissen zu vermitteln. Facebook, YouTube, WhatsApp sind gerade aus dem Alltag von Jugendlichen, aber eben nicht nur mehr von Jugendlichen, nicht mehr wegzudenken. Und daher gilt es bereits frühzeitig, Verantwortung zu übernehmen, dass schon junge Menschen gewappnet sind gegen digitale Verführung jeglicher Art, sich stattdessen eben souverän, sicher im Netz bewegen. Viel zu wenig findet man das nötige Rüstzeug, wie ich finde, noch in Lehr- und Stundenplänen. Es würde aber vielleicht auch unsere Schulen überfordern, wenn sie alleine auf solche und andere Alltagsfragen, die sich auch hier im anderen Kontext heute gestellt haben, vorbereiten sollten. Ich bin daher beispielsweise ganz froh, dass es eine Initiative gibt, wie das Projekt Online Bootcamps. Ein Start-up zur digitalen Bildung mit Sitz in Bonn steckt dahinter. Ich habe selbst jetzt die Schirmherrschaft für eines dieser Projekte übernehmen können an meiner alten Schule. Und ich konnte mich dabei davon überzeugen, wie Jugendliche unter anderem von Trainern aus der Praxis, auch YouTubern im Smartcamp eine Woche lang eben ganz neue praktische Einblicke ins Netz, in dessen Chancen, Risiken erlangen konnten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Aufklärung ist, die schließlich den Unterschied machen kann, und zwar eben für alle Altersgruppen. Gerade der Umgang mit sozialen Medien erfordert eben lebenslanges Lernen. Den Begriff können manche schon gar nicht mehr hören, aber in dem Bereich stimmt er ganz besonders. Denn es spricht ja auch vieles dafür, dass das, was wir heute als die sogenannten neuen Medien, egal wie neu sie noch sind, erleben, schon in 5, 10, 15 Jahren, spätestens in der nächsten Generation ganz anders aussehen wird. Und das Internet 2.0, das glauben wir zu kennen, das Internet 3.0, 4.0, 5.0 wird auch uns dann wieder vor ganz neue Herausforderungen stellen. Meine Damen und Herren, solche Projekte, die brauchen wir, damit wir neue Wege nicht nur mutig, sondern auch wachsam gehen können. Wir brauchen sie, um stärker auch zusammenzurücken, Verantwortung zu übernehmen, auch in einer digitalen Welt. Und deshalb kann ich, und da bin ich sozusagen der Schlussredner, Ihnen erstmal danken, nicht nur für die Aufmerksamkeit, die Sie auch mir noch gewährt haben, sondern für Ihr Kommen, auch im Namen des Bundesinnenministers Thomas de Maizière tue ich das, Ihr Kommen heute und Ihre Mitarbeit insgesamt am Prozess. Und zugleich darf ich Ihnen natürlich einen guten Nachhauseweg wünschen und hoffe vor allem aber auch, dass wir uns wiedersehen, dass Sie beim Prozess interessiert und dabei bleiben. Und jetzt müssen Sie ganz tapfer sein. Die Veranstaltung ist hiermit beendet. Vielen Dank.